Hallo meine Lieben, so heute möchte ich mit euch diese wunderschöne Socke machen. Wir arbeiten uns von der Spitze Richtung Bündchen. Das Bündchen ist das letzte, was wir machen. Und wir haben hier auch ein elastisches Bündchen, dass man mit dem Fuß wirklich bequem und gemütlich reinkommt. So, benutzen tue ich für diese Socke das Twister Baby. Wir haben hier ein recht dünnes Garn, das ist für die Nadelstärke 2 bis 3, 100% Polyacryl, aber ein wirklich sehr schönes, es läuft sehr, sehr gut. So, häkeln tue ich das Ganze mit meiner 2,5er Nadel, dann brauchen wir noch eine Nadel, eine Schere und zwei Maschenmarkierer, mehr brauchen wir nicht. Aus diesem Knäuel bekommt ihr ungefähr, na, ich würde sagen, so gute zwei Paar von den Socken raus. Also wir brauchen so ungefähr ein halbes Knäuel. So, wir beginnen mit einer Anfangsschlaufe und häkeln als allererstes vier Luftmaschen. Diese vier Luftmaschen schließen wir mit einer Kettmasche zum Ring, indem wir vorne in die allererste Luftmasche einstechen, uns den Faden holen, durchziehen und gleich noch durch die andere Schlaufe ziehen, so dass wir nur noch eine Schlaufe auf der Nadel haben. Jetzt stechen wir in die Mitte des Ringes ein und häkeln da rein 6 feste Maschen. 1 2 3, 4, 5 und die 6. So, jetzt verdoppeln wir in der nächsten Runde jede von diesen 6 Maschen, sodass wir dann zum Schluss 12 Maschen haben. Das heißt, wir stechen in die erste feste Masche eine, machen eine feste Masche und stechen noch einmal in die feste Masche eine, machen eine zweite feste Masche. Und so geht das jetzt von Masche zu Masche. Das war die 2. Die 3. Vier. Fünf und die 6. Jetzt kommt der erste Maschenmarkierer zum Einsatz. In der nächsten Runde verdoppeln wir jede zweite Masche. Also in die erste Masche nur eine feste Masche. Und in die nächste Masche dann 2 feste Maschen. Dann wieder eine. Dann wieder 2. In der nächsten Runde verdoppeln wir dann jede dritte Masche. Das heißt, da kommen dann in die erste und in die zweite jeweils eine feste Masche. Und in die dritte kommen dann 2. Das natürlich einmal drumherum. Danach dann in der Runde jede vierte. Dann jede fünfte. Und danach noch einmal jede sechste Masche verdoppeln. Und wenn wir dann soweit sind, sehen wir uns gleich wieder. So, meine Lieben, so sieht der Teller jetzt nach jeder fünften Verdopplung aus. Das heißt, wir haben jetzt hier insgesamt 36 Maschen. So, jetzt kommt der lustige Teil oder der schnelle Teil. Wir häkeln jetzt einfach in jede Masche eine feste Masche. Das heißt, jetzt kommt keine Zunahme und keine Abnahme mehr, sondern wirklich nur in jede Masche eine feste Masche. Das Ganze jetzt in Spiralrunden, bis wir eine Länge von 11 cm haben. Jetzt treffe ich vor lauter Quatschen die Masche nicht. So, da ist er.
Und zwar messen wir das dann von der Spitze aus. Das heißt, wenn wir uns die Socke dann so zusammenklappen, von hier vorne nach hinten 11 cm Länge. Wirklich einfach nur in jede Masche eine feste Masche. Nehme ich euch die Runde noch mit. Ihr seht wirklich keine Zunahme mehr, keine Abnahme mehr. Ne? So, ich will nicht mit einhäkeln. So, jetzt ist die Runde zu Ende. Jetzt kann der Maschenmarkierer rein theoretisch raus. Und wir häkeln jetzt einfach immer weiter im Kreis. Wenn ihr zwischendurch zählen wollt, dass euch keine Masche verloren geht, 36 Maschen in der Runde. So, ich häkel das jetzt schnell auf Höhe und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich die 11 cm habe. So, meine Lieben, ich bin jetzt auf 11 cm. Wir messen von hier vorne von der Spitze und legen einmal lang. Wie ihr seht, wunderschöne 11 cm. Ich häkel mich noch ganz kurz an die Seite. So, jetzt brauchen wir unsere zwei Maschenmarkierer. Einen setzen wir jetzt gleich bei der Häkelnadel. Und wenn wir die Socke so platt drücken, haben wir die Maschen ja schon durch zwei geteilt. Also können wir hier einfach auf der anderen Seite den anderen Maschenmarkierer setzen. Dann sieht das Ganze so aus. So, wir häkeln uns jetzt nur auf dieser Seite entlang. Eine Reihe jetzt feste Maschen. Wir machen jetzt gerade zusammen die Ferse. Eine Wendeluftmasche, wir drehen das Ganze. Jetzt häkeln wir die erste und die zweite Masche zusammen. Also stehe ich mir in die erste Masche ein, hole uns den Faden, stechen in die zweite Masche ein, hole uns den Faden, haben drei Schlaufen, holen uns den Faden und gehen durch alle drei Schlaufen durch. So, nun feste Maschen bis rüber, außer die letzten beiden. Und die letzten beiden, eine Wendeluftmasche, wir drehen das Ganze wieder und wieder eine Reihe feste Maschen.
Wendeluftmasche, wir drehen wieder. Wir haben jetzt hier übrigens 14 Maschen in der Reihe gehabt. So, jetzt wieder die erste und die zweite zusammen. Feste Maschen bis rüber, außer die letzten beiden. Die werden wieder zusammen abgehäkelt. Das ist jetzt Abnahmenrunde Nummer 2. So, und jetzt hier die beiden wieder zusammen. Und Wendeluftmasche. Das Ganze schon so aus. Wir drehen das wieder und eine Reihe feste Maschen. Danach in der Reihe wieder die ersten beiden und die letzten beiden zusammen. Dann wieder eine Reihe feste Maschen. Und dann noch einmal wiederholen eine Abnahmereihe und eine Reihe feste Maschen. So, meine Abnahmereihen sind fertig. Wie ihr seht, hier wird es immer spitzer. Wir haben jetzt hier noch 8 Maschen in der Reihe. Und jetzt wollen wir das Ganze aber zur Ferse schließen, weil so ergibt es noch keine Socke. So, wir häkeln uns jetzt an diesen Schrägen entlang, dass sich das dann wieder schließt. So, hier haben wir jetzt unsere Masche in diesem Löchlein. Jetzt gehen wir ein Löchlein weiter, das wäre dann dieses. Das ist im Prinzip die Seite von der festen Masche der Vorreihe. Da stechen wir ein und setzen eine feste Masche. Wendeluftmasche, wir drehen das Ganze. Feste Maschen bis rüber. Und auch hier in die Schräge, hier haben wir jetzt unsere feste Masche und wir stechen in die nächste Seite von der festen Masche ein. Also sprich eine Reihe tiefer und häkeln eine feste Masche. Wendeluftmasche, wir drehen und wieder bis rüber. So, wir sind wieder drüben auf der anderen Seite angekommen. Hier haben wir jetzt unsere feste Masche. So, jetzt stechen wir nicht eine Reihe drunter ein, das wäre hier. Wir gehen noch eins weiter und stechen jetzt in die zweite Reihe drunter ein. Und häkeln eine feste Masche. Wendeluftmasche, wir drehen das Ganze. Und feste Maschen wieder bis rüber. Hier jetzt auch nicht hier einstechen, auch nicht hier, sondern in die dritte Reihe. Und wieder feste Maschen bis rüber.
Also häkeln wir uns jetzt immer eine Reihe tiefer. Also wo wir jetzt in die dritte eingestochen haben, stechen wir jetzt in die vierte ein, dann in die fünfte, so dass wir uns immer an der Seite eine Reihe tiefer fortbewegen. Und dann sieht man auch schon ab der vierten Reihe, wie sich die Ferse aufstellt. Wie ihr seht, hier stellt es sich jetzt schon hin. Das ist dann die Masche der vierten Reihe, die lässt die ganze Ferse dann nach oben klappen. So. Und hier jetzt auch nicht hier in diesen ganzen Fersenbereich, also hier das, was sich jetzt hier schon hochstellt, sondern drunter eingestochen. Und dann mit festen Maschen rüber. Wundert euch bitte nicht, wir nehmen jetzt mehr Maschen auf, als wir vorher hatten. So. Wenn wir jetzt zählen würden, wäre das jetzt hier 1, 2, 3, 4 und in die fünfte dann eingestochen und die feste Masche. Die Reihen ziehe ich immer von oben von der letzten Reihe aus. Und feste Maschen zurück. Hier auf der Seite auch dann in die fünfte. Dann hier auf der Seite wieder in die sechste Reihe. Hier dann in die sechste und so weiter und so fort. Bis wir alle Reihen abgehäkelt haben. Und wieder mit festen Maschen zurück. So, da das jetzt in den nächsten Reihen immer dasselbe ist, häkle ich das jetzt mal schnell durch und ich zeige euch dann, wie wir dann die Ferse mit der Socke verbinden, aber erstmal schnell diese paar Reihen hier noch durchhäkeln. So, jetzt bin ich kurz vor den Maschen markieren. Wie ihr seht, hier ist noch eine kleine Lücke. Genauso auch auf dieser Seite. Und wir haben jetzt hier in der Rundung 24 Maschen. Also von hier bis hier 24 Maschen. So, jetzt nehmen wir den ersten Maschenmarkierer raus. Wir haben hier immer noch die kleine Lücke. Die schließen wir jetzt. Wir stechen jetzt in die nächste Reihe ein. Wir häkeln diesmal nicht zurück, bevor wir in die nächste Reihe einstechen, sondern das machen wir jetzt gleich. Holen uns den Faden und stechen gleich in die erste Masche der Socke ein. So, wir haben jetzt hier eingestochen. Und hier in der Ecke, eine ganz kleine Masche, da stechen wir auch ein. Drei Schlaufen, Faden holen und durch alle drei Schlaufen durch. Jetzt häkeln wir uns auf der Socke bis rüber.
So, Maschmarkierer raus. Und hier jetzt das Gleiche. Wir stechen hier in die kleine Masche in der Lücke ein. Und ich zeige euch das nochmal. Masche verloren. So. Wir haben hier eine Lücke und hier eine Lücke. Die eine Masche häkle ich noch, die davor ist. So, und jetzt stechen wir in die eine Lücke ein, holen uns den Faden. Stechen in die nächste Lücke ein, holen uns den Faden und gehen durch alle Schlaufen durch. Und jetzt ganz normal auf der Ferse weiter. Das ist jetzt die Verbinderunde. So, ab jetzt häkeln wir auch immer Ferse und Socke. Das heißt, alle Maschen werden ab jetzt abgehäkelt. Es gibt nur gleich hier drüben noch etwas, auf was ihr achten müsst. Und zwar haben wir jetzt auf der Ferse mehr Maschen als vorher. Und die Maschen müssen wir jetzt wieder abnehmen. Und das machen wir hier immer an den Seiten, wo unsere Ferse begonnen hat. Wir häkeln uns jetzt bis darüber. So, jetzt bin ich zwei Maschen, bevor unsere Socke wieder anfängt. Da sieht man hier ganz gut, wo hier die erste Abnahme von der Ferse ist. Und hier bin ich jetzt zwei Maschen davor. Und diese beiden Maschen häkeln wir jetzt zusammen. Jetzt häkeln wir uns mit festen Maschen auf der Socke entlang. Und wenn wir uns hier drauf entlang gehäkelt haben, nehmen wir hier die ersten beiden Maschen zusammen ab. Dann häkeln wir uns wieder hier entlang bis auf die letzten beiden. Die nehmen wir wieder zusammen ab, dann hier wieder ganz normal, hier dann wieder die ersten beiden. Und das machen wir wieder so lange, bis unsere Maschenanzahl wieder stimmt und wir wieder auf insgesamt, das heißt Ferse plus oben die Socke, also der ganze Bereich auf 36 Maschen sind. Wir sind jetzt, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, hier das Stück haben wir jetzt gemacht und hier kommt jetzt unser Zwickel rein. Das hier war das Tor-Up, das ist also von der Spitze bis zum Fuß, der steckt jetzt hier schon drin. Dann haben wir hier unsere Abnahmen gemacht. Bis hierher unsere Zunahmen, das war dann das Stück hier unten. Und jetzt müssen wir hier eine kleine Schräge erzeugen und da nehmen wir jetzt unsere Maschen wieder ab, dass es insgesamt wieder 36 Maschen sind. Also jeweils auf der Seite und auf der Seite auf den Übergang zur Ferse hin eine Abnahme. So, ich mache das mal schnell und wir sehen uns wieder, wenn wir 36 Maschen haben. So, meine Lieben, ich habe jetzt meine Abnahmen fertig. So sieht die Socke bis jetzt aus. Ihr seht, jetzt haben wir hier so ein wunderschönes L. Und wir sind wieder auf unserer Maschenanzahl, wenn wir hier einmal die Rundung betrachten. Wenn wir jetzt beide Socken aufeinander legen, sehen wir, passt es wunderbar aufeinander. So, im nächsten Schritt häkeln wir jetzt Masche pro Masche, das heißt ohne Zunahmen, ohne Abnahmen. Und das werden wir hier hinten die Längsseite sehen, bis wir auf 7 cm sind. Also brauchen wir jetzt ungefähr noch, wenn ich das mal gerade mache, na gut, 1 cm, wo wir jetzt Masche pro Masche häkeln,
Das heißt keine Zunahme mehr, keine Abnahme mehr, sondern 1 cm jetzt Masche auf Masche. Ihr seht, ich häkel einfach immer eine feste Masche in jede feste Masche der Vorrunde. Ich häkel es jetzt bei mir mal auf die Höhe von 7 cm hier im Querschnitt. Und wenn wir soweit sind, machen wir gleich noch zusammen dieses süße kleine Bündchen. So, ich bin jetzt bei mir auf Höhe. Es hat 5 Runden gedauert und schon war ich auf Höhe. Jetzt mache ich einen Umschlag, steche in die nächste Masche ein, hole mir den Faden, habe 3 Schlaufen, hole mir den Faden, gehe durch 2. Hol mir den Faden, geht durch 2. Das war ein Stäbchen. Jetzt kommt in jede Masche ein Stäbchen. Ihr seht, Umschlag, einstechen, Faden holen, 3 Schlaufen, Faden holen durch 2, Faden holen durch 2. Die Runde ist um. Hier ist unser allererstes Stäbchen. Hier haben wir jetzt das letzte. Jetzt machen wir einen Umschlag. Stechen jetzt zwischen der festen Masche und dem allerersten Stäbchen ein. Heben das Stäbchen an und lassen es auf unserer Nadel gleiten. Wir holen uns den Faden, ziehen den durch. 3 Schlaufen. Holen uns den Faden, gehen durch 2. Holen uns den Faden, gehen durch 2. Umschlag. Jetzt stechen wir zwischen dem ersten und dem zweiten Stäbchen von hinten nach vorne ein, so dass uns die Häkelnadel anschaut. Drücken das Stäbchen nach hinten, gehen auf der anderen Seite raus, holen uns den Faden und häkeln ein Stäbchen. Umschlag. Zwischen dem zweiten und dem dritten Stäbchen einstechen. Das Stäbchen auf der Nadel gleiten lassen, Faden holen und Stäbchen. Umschlag, wieder von hinten nach vorne einstechen, das nächste Stäbchen nach hinten drücken, Faden holen und Stäbchen. Und so im Wechsel häkeln wir uns jetzt die Runde durch. Jetzt sieht man hier schon einen wunderschönen Zackenrand und man kann das Bündchen schon gut erkennen. Die Reihe ist beendet. Wir haben es jetzt mit einem hinteren beendet. Hier das nächste ist jetzt schon das vordere und das vordere bleibt auch das vordere. Das heißt, wir stechen einfach seitlich ein, lassen das Stäbchen auf der Nadel gleiten und häkeln unser nächstes Stäbchen. Und so geht das jetzt auch im Wechsel wieder weiter. Vordere bleiben vordere, hintere bleiben hintere. Und wir drehen hier einfach unsere Runden. Und zwar nach dieser Runde noch 2 Stück, sodass wir insgesamt 4 Runden davon haben. Wenn ihr natürlich das Bündchen höher haben wollt, macht da einfach noch ein paar Runden mehr. Oder wenn ihr es ein bisschen kürzer haben wollt, stoppt ihr dann einfach bei 2 oder bei 3 Runden. Bei einer Runde würde ich jetzt nicht stoppen, weil dann ist es wirklich nur so ein ganz kleines.
Die Höhe hat es dann bei 2. Also man sieht dann schon, hier kann man es gut erkennen, 1, 2 Runden. Also 2 Runden würde ich mindestens machen. Dass man einfach ein wunderschönes Bündchen dann auch am Ende hat. Ihr seht, hinten bleibt hinten. Das wird einfach wieder nach hinten weggedrückt. Und vorne bleibt vorne. Und so häkeln wir uns jetzt hier unsere Runden. Achtet nur darauf, dass ihr relativ mittig bei den Stäbchen einstecht, dass ihr nicht aus Versehen nur durch den Kopf von dem Stäbchen stecht, sondern wirklich um den Körper drumherum. So, ich mache mal schnell meine 4 Runden hoch, also sprich jetzt noch 2 Runden, wenn ich die fertig habe. Ja, und dann ist unsere Socke im Prinzip auch schon fast fertig. Weil dann müssen wir den Faden nur noch abschneiden und vernähen. Hier natürlich auch und die ganze Socke wenden. Wir schauen es uns aber dann gleich nochmal an, wenn sie fertig ist. So, meine Lieben, das Bündchen ist jetzt auf Höhe. Dass hier unten so eine Falte ist, ist nur, weil es gerade ein wenig komisch liegt. Da. Wir schneiden den Faden ab. Durchziehen. Auf die Nadel. So, jetzt haben wir hier unsere letzte Stäbchenkante und hier geht dann unser Bündchen weiter. Wie ihr seht, hier ist so eine Stufe. Um diese Stufe jetzt wegzukriegen, stechen wir in das V des nächsten Stäbchens ein, einfach durch den Kopf, gleich unter dem V und ziehen den Faden durch. Und schon ist die Stufe verschwunden. Dann nochmal durch das Stäbchen, durch das V, wo unsere Stufe war. Und damit haben wir die Stufe komplett bereinigt. Und sie ist wunderschön weg. Jetzt können wir den Faden ganz normal vernähen und verknoten. Und diesen hier unten auch. So. Einmal noch die Socke wenden. Und schon kann sie angezogen werden. Also wie ihr seht, das geht wirklich super einfach und richtig schön schnell. Und hier haben wir die zweite Socke. Ich wünsche euch viel Spaß mit euren wunderschönen neuen Söckchen und wir sehen uns beim nächsten Mal.